Und dann schauen wir uns jetzt die Bewerbung für Seven vs. Wild an, und zwar vom Frechdachs-Duo. Ja? Ich bin ehrlich, habe ich noch nie vorher von gehört. Ich auch nicht. Ich habe nur auf dem Thumbnail gesehen, dass es irgendwie animiert ist, und ich finde das ganz geil, weil das habe ich noch nie gesehen, dass es animiert ist. Finde ich sehr, sehr geil. Der Zeichenstil, nur vom Thumbnail her, erinnert mich ein bisschen an Rick and Morty. Also der, oh, da habe ich Bock drauf jetzt. Der Hauptcharakter sieht ein bisschen aus wie Morty von Rick and Morty. Okay. Also ich bin gespannt. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja. Ich weiß nicht, ob er es fühlt, aber gönnt euch das Ding jetzt, Alter. Für die Freaks, die drin sind, die fühlen es richtig. Aha. So, und jetzt sagt mir bitte nochmal, TikTok ist scheiße. Das ist doch Gold. Wie geil ist das denn gemacht? What? Ah, oh, das macht mich glücklich. Hallo, wir sind hier wegen der Wildcard. Wir würden gerne mitmachen. So, eine weitere Bewerbung. Frechdachs, du. Frechdachs. Warum sagen das immer alle falsch? So ein Ding ist das. Naja, klar. Junge, chill, versau uns das nicht. Was habt ihr zum Bezug für Outdoor? Was für Skills? Einmal haben wir fast ein Feuer gemacht. Oh, schade. Vielleicht klappt es ja morgen. Oh, ist das Gold, Alter. Das ist ja richtig geil. Was zum... Der Joris. Der Feuerstall ist weg. Da ist auch noch gut. Nein! Oh, das ist trockener, geiler Humor. Oh, oh Gott, Alter. Ich glaube, das müssen wir danach nochmal sehen. Das ist what the fuck? Für den ein oder anderen zusätzlichen Skill. Wir haben ja eine Teams Edition. Das heißt, es gibt auch zwei Wildcard-Plätze. Yes! Grundvoraussetzung, ihr müsst natürlich über 18 sein. Das sind wir. Wirklich, guck doch. Ja, okay, okay. Die zwei Wildcard-Plätze werden unabhängig voneinander vergeben. Wie gut, das ist ja auch grandios geschnitten. Wie gut ist das gemacht? Hä? Also, wie aufwendig ist das denn? Vor allem sich die Mühe zu machen, diese ganzen Sprachsequenzen aus den ganzen Videos zu ziehen, das ist ja gestört, ey. Eben. Ja, das heißt, ihr bewerbt euch quasi einzeln auf einen Wildcard-Slot. Boah, das finde ich schon ein bisschen unfair. Da ist Otto. Ja, Otto, ich wünschte, er wäre mein Papa. Weil alle anderen sollen ja Menschen sein, die sich kennen, die also sagen, wir sind ein super Duo. Security! Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Stehen bleiben, aber sofort! Stehen bleiben, aber ganz schick. So, und weiter jetzt. Eine Wildcard wird von uns ausgewählt, die auf dem größten Social-Media-Kanal unter 10.000 Follower hat und eine, die über 10.000 Follower hat. Okay, perfekt. Ich nehme Instagram und du nimmst YouTube. Ja gut, dann ist okay. Und dann... Boah, das ist geil, Alter. Ey. Leid. Möchten wir, dass ihr euch etwas vornehmt? Ja, hast du eigentlich... Chat schreibt's doch gerade. Hast du realisiert, dass derjenige, der Otto vertrieben hat, Bommel war? Nee. Halt nicht, nee. Von der Stimme her, oder was? Ja. Das hat überhaupt nicht gehört, LOL? Ja! Was ihr noch nie getan habt. Und das Ganze filmt ihr und dokumentiert ihr in dieser Bewerbung. Ah, ich habe eine Idee. Wir könnten aus einem Flugzeug springen in 10 Kilometer Höhe. Wie langweilig wäre das denn? Oder wir könnten... Das ist ja auch so Gold, weil die das ja einfach zeichnen. Ja, ja. Oh, ist das geil. Das ist ja perfekt. Es ist so geil. Auch gegen einen Hai kämpfen. Langweilig. Was könnte man denn sonst machen? Vielleicht tanzen wir für TikTok. Stimmen. Oh, geil, 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 geil. TikTok. Genau das ist es. Endlich spricht jemand aus. Das ist mein TikTok-Account. Fritz Meinecke. Guck, was ich hier für tolle TikToks gemacht habe. Gibt's diesen TikTok-Account wirklich von Fritz? Was meinst du? Also ich weiß es absolut gar nicht. Wenn er das so sagt, entweder hat Fritz in dem Moment einen anderen TikTok-Channel gezeigt oder wirklich einen von sich selbst. Weiß ich nicht. Ja, gibt's, okay. Und da, macht er da auch so Tanzvideos? Also ich finde auf TikTok, also wir finden auf TikTok nicht statt so. Echt jetzt? Fritz macht Tanzvideos? Nee, anderen Content, okay. Achso, okay. Ich wollte schon sagen, Alter, das hätte auch überhaupt nicht zu Fritz gepasst. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Aber wie geil, dass sie ihm das quasi anrichten. Ja, ja, ja. Das ist ja großartig.
Wirklich, klasse. Sagt ehrlich, 10 von 10 TikTok gewesen, oder? Wie findet ihr es? Oh, toll. Hat es nicht gefeiert oder wollt ihr mich jetzt nur ärgern? War echt nicht gut? Doch, doch, ist super. So, Freunde, kurz mal hier ein bisschen aufrichten, denn wie steigen wir jetzt in das Thema der Gegenstände ein, ohne dass ihr mir den Kopf abreißt? Macht euch Notizen. Jedes Team bekommt ein Liter Flasche. Okay. Wir machen dieses Jahr in Staffel 3 eine Fritz in a Bottle Challenge. Fritz in the Bottle. Du Hund, Alter. immer hier wieder am Dissen und den Ellenbogen ausfahren. Finde ich geil, gefällt mir. Oh Mann, oh Mann. Hallo, ich grüße dich. Hey Fritz, was geht ab? Also Dominik und ich würden übelst gerne mitmachen. Wir hätten halt richtig Bock, wir würden es auch ernst nehmen. Sehr schön. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Oh. Wo waren wir? Diese Flasche kann befüllt werden mit all möglichem Zeug. Außer, ganz wichtig, natürlich keine illegalen Sachen, die gegen irgendwelche Gesetze verstoßen. Und auch keine Multimedia-Geräte. Mist. Das ist alles nicht erlaubt. Du kannst da Essen reinpacken, Nudeln, Reis, ein Riegel, um vielleicht auch sich hier Informationen reinzupacken, gerade für die Anfänger, an die sie sich sonst nicht erinnern können. Ja? Ich habe echt lange nichts mehr gegessen, mein Magen knurrt. Ah, kein Problem, ich habe da was mitgebracht. Für einen Kuchen brauchen wir 500 Gramm Mehl, 6 Eier, 200 Gramm Zucker. Junge, bist du dumm? Also, geile Bewerbung. Also klar, muss man mögen. Ist sehr speziell. Ey, was sollte das mit dem TikTok? Kam noch super. Oh, wer steht denn da alles? Ich bin... Papa Platte auf jeden Fall. Ist der dritte von hinten. Ist Rezo mit dem blauen Haaren, aber der trägt ja Basecap? Stimmt. Ja, das ist Rezo. Wer ist denn die Frau? Die Frau könnte hier... Gott, wie heißt die nochmal? Wer hat denn... Reefed, genau. Reefed heißt die. Ah, okay. Und ganz hinten steht Revi, oder? Ja. Ach stimmt, vorne können... Hier schreibt, Chat schreibt vorne Trimax. Kann sein, aber hat Trimax so Bart? Der hat doch nicht so viel Bart, oder? Ja, Trimax hat ja kein Bart, oder? Und wer ist der zweite von hinten? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Gronkh? Nee. Oh, der zweite von hinten ist schwer, weil man ja, das ganz wenig... Da kennt man nicht so richtig. Zweite von hinten? Okay, Chat schreibt vorne auf jeden Fall safe Trimax. Ah ja, okay. Zweiter von hinten Inscope? Nee. Zweiter von hinten ist Rainer Winkler. Naja, weiß ich nicht, ob es der Drachenlord ist. Inscope? Ich würde Inscope sagen. Ja, Chat schreibt auch. Zumal Inscope ja auch sehr groß ist quasi, der würde da reinpassen in die Reihe. Inscope ist doch übelst klein, oder? Inscope? Ja. Der hat Millionen Follower. Ach so, du warst bei Followergröße, ich bei Körpergröße. Ach so. Er ist ja klein, guck mal, er ist doch kleiner als, ist Revi denn so groß, ja? Zweiter von hinten, der Kumpel von Papa Platte, Reese oder so. Ah, okay, kann auch sein. Okay. Ja, kennt man halt nicht richtig, aber ja, auf jeden Fall witzig, dass sie das da so aufgestellt haben. Ja. Scheiße, ich kann das nicht, ich bin so nervös. Ja. Okay, es ist Trimax. Lol. Digga, ich piss mir gleich in die Hose. So, jetzt hab ich's gesagt. Baby, you give me Alter, war das gut. Also die Bewerbung ist ja wirklich Gold gewesen. What the fuck? Also. Wie viel Liebe da drin war, wie viel, Alter, das ist ja richtig geil. Ja. Also, und jetzt sprechen wir es auch nochmal richtig aus. Jetzt haben wir es ja gelernt. Fresh Ducks Duo, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also, ja, da müssen wir uns jetzt auch öfter mal Videos reinziehen. Das ist ja mega geil. Ich wusste gar nicht, dass die existieren. Das ist ja richtig doll geil. Alter, geht noch weiter. Oh ja, Outtakes. Ich bin mega gespannt. Okay, nächstes TikTok. Also zu meiner Verteidigung, der Track war auf jeden Fall ganz nice und deswegen habe ich den, habe ich das TikTok geliked, damit ich den Track wiederfinde. So ist das. Das hat nur was mit dem Track zu tun. Alter. Ein aufgedrehter Beat. So hart entertained gerade. Also ja, der war ja wirklich großartig. Schön, ey. Also wir sagen es jetzt auch nochmal. Schaut auf jeden Fall mal bei Fresh Ducks vorbei. Fresh Ducks Duo, das ist ja... Es ist wirklich auch Gold. Auch die Stimmen von den beiden waren ja... Ja, weil die so großartig gechillt waren. So, das passt voll. Alter. Also, wirklich. Ja. Da drücke ich jetzt auch mal hier ein Abo rein. Ich naja, meine, ihr seht das jetzt nicht, aber ich mache es wirklich.
Geil, ey. Also, ich schreibe sogar ein Kommi drunter. Ey, dass die Stimmen da rausgekattet haben, ist echt krank. Schreib, die sollen unser Camp besuchen. Vielleicht machen sie es digital sozusagen. Oh! Weißt du? Das ist witzig, ja, warte mal. Weil das ist ja übelst cool zum Zeichnen dann eigentlich so.